Mein Name ist Saif. Ich komme aus Syrien. Dort begrüßen wir uns mit den Worten Salam Aleikum, das heißt Friede sei mit dir. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem der Frieden mich verlassen hat. Es war im Jahr 2011, dem Jahr, in dem die Revolution in Syrien begann. Ich war auf dem Heimweg in einen Demonstrationszug geraten und konnte mich gerade noch in das Haus eines Nachbarn retten. Kurz darauf hörte ich eine Frau entsetzt schreien. Von diesem Tag an war alles anders. Es wurde zu gefährlich in meiner Heimatstadt. Daher entschied sich meine Familie, nach Damaskus umzuziehen. Wir zogen in das Büro meines Vaters. Es lag mitten im lauten Zentrum der Stadt. Dort kam es immer wieder zu Zwischenfällen. Oft hatten wir keinen Strom. Bei einer Schießerei auf der Straße schlug eine Kugel in unsere Glaswand ein. Das Leben hier wurde immer gefährlicher. Deshalb zogen meine Mutter und ich um nach Altal. Wir wohnten bei meinen Schwestern und ihren Familien. Hier ging ich aufs Gymnasium. Ich war immer gut in der Schule. Mittlerweile hatte ich einige Schulwechsel hinter mir. Immer wieder musste ich mich neu einleben, mich von Freunden verabschieden, neue Kontakte suchen. Oft fühlte ich mich einsam. Eines Tages erhielten wir einen Anruf von meinem Bruder. Er hatte Syrien verlassen, nachdem Duma mit chemischen Waffen angegriffen worden war. Er schrie ins Telefon, dass wir Syrien sofort verlassen und ihm in die Türkei folgen sollten. In aller Hast packten wir die nötigsten Sachen und fuhren am frühen Morgen in den Libanon. Wir konnten uns von niemandem verabschieden. Auf den Straßen waren überall Panzer. An jedem der vielen Kontrollpunkte hatte ich furchtbare Angst. In der Türkei angekommen, holte uns mein Bruder ab. Wir waren überglücklich, wieder zusammen zu sein. Nun erzählte er uns den Grund für unsere Flucht. Einer seiner Accounts wurde vom Regime gehackt, der eines Freundes auch. Er und dessen Familie wurden festgenommen. Mein Bruder hatte Angst, dass mit uns dasselbe passiert. Ich ging nun in eine der vielen syrischen Schulen in der Türkei, aber meine Leistungen waren nicht mehr so gut wie früher in Syrien. Die vielen Schulwechsel und die Flucht hatten Spuren hinterlassen. Als mein Bruder erneut bedroht wurde, diesmal von einer extremistischen Gruppe, floh er zunächst alleine nach Deutschland, nachdem er erfuhr, dass man seine ehemaligen Kollegen zwang, die Adresse, an der meine Mutter und ich lebten, preiszugeben, verkauften wir alles, was wir besaßen und machten uns ebenfalls auf die Flucht nach Deutschland. Im Internet fand ich Kontakt zu einem Schlepper, der uns eine Unterkunft in Izmir und die Überfahrt nach Griechenland organisieren konnte. Der erste Versuch der Überfahrt endete nach mehreren Stunden auf der Ladefläche eines LKW. Der Fahrer öffnete die Tür und sagte uns, dass das Meer zu unruhig sei. So brachte er uns zurück und wir mussten auf besseres Wetter warten. Beim zweiten Versuch bliesen wir gerade die Schlauchboote am Strand auf, als die Polizei uns entdeckte. Sie hinderte uns an der Überfahrt, rief uns aber zumindest Taxis, die uns zurück in die Stadt brachten. Der dritte Versuch fand nachts statt. Wir schafften es bis aufs Wasser, aber nach 2 Stunden im Boot setzte der Motor aus. Panik brach aus an Bord. Doch schließlich rettete uns ein Marineschiff aus unserer misslichen Lage. Leider brachte uns das Schiff der türkischen Marine wieder zurück in die Türkei. Vor dem vierten Versuch stieß eine weitere Gruppe zu uns. Unter ihnen war auch Hisham, ein Junge in meinem Alter. Auch er war mit seiner Familie unterwegs. Wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut. In den frühen Morgenstunden ging's wieder hinaus aufs Meer. Wir waren eine gefühlte Ewigkeit auf dem Wasser, als plötzlich Land in Sicht war.
Endlich erreichten wir die griechische Küste. Die Gruppen lösten sich auf. Ab hier war eigentlich wieder jeder auf sich alleine gestellt. Hicham und ich beschlossen jedoch, mit unseren Familien gemeinsam weiterzureisen. Nach 3 Tagen Wartezeit brachte uns eine Fähre nach Athen. Im Hafen warteten bereits Busse, um die vielen Menschen weiter zu transportieren. Unsere Situation war häufig nicht zu überblicken. Wir wussten oft nicht, wo wir waren oder wie es weiterging. Da die Akkus unserer Handys ständig leer waren, hatten wir auch kein GPS. Manchmal folgten wir den anderen Geflüchteten wie Lemminge, bis wir einen Bus oder Zug fanden, der uns weiter Richtung Norden brachte. Außer Hicham und mir sprach niemand in unserer Gruppe Englisch. Wir mussten für alle die notwendigen Entscheidungen treffen. Obwohl wir noch sehr jung waren, hatten wir eine große Verantwortung. Unser Weg führte uns durch Nordmazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien und Österreich. Von dort brachte uns ein Bus endlich nach Deutschland. Unsere erste Station war das Village, eine ehemalige amerikanische Kaserne. Zwischen Hicham und mir hatte sich eine tiefe Freundschaft entwickelt. Diese 2 Wochen, die wir zusammen verbrachten, waren die schönsten Tage meines bisherigen Lebens. Aber Hicham zog mit seiner Gruppe weiter nach Schweden zu seinem Vater. Ich versuchte, meine Mutter zu überzeugen, dass Schweden auch für uns das richtige Ziel sei. Aber sie bestand darauf, in Deutschland zu bleiben. Also trennten sich unsere Wege hier. Der Abschied zerriss mich innerlich. Ich fühlte mich so einsam wie noch nie in meinem Leben. Wir wollten das Village so schnell wie möglich verlassen. Nach der Registrierung brachte uns ein Bus in eine Stadt im Schwarzwald. Dort bekamen wir ein Zimmer in einer Wohnung. Zunächst war alles sehr fremd. Die Sprache, die Schrift, die Häuser, die Menschen. So beschloss ich, Deutsch zu lernen. Ich lud mir Videos aus dem Internet herunter. Da ich kein Papier zum Schreiben hatte, benutzte ich eine alte Pappe. Ich fing mit den Zahlen an. Nach 10 Tagen wurden wir in ein ehemaliges Hotel in einer anderen Gemeinde gebracht. Wir teilten unser Zimmer mit 2 weiteren Menschen. Abends saßen wir mit den anderen Familien zusammen. Auch viele Deutsche gesellten sich zu uns. Sie waren sehr gastfreundlich. Es war fast ein bisschen wie zu Hause. In den folgenden Monaten und Jahren warteten viele Herausforderungen auf mich. Viele Erfolge, aber auch einige Rückschläge. Am wichtigsten aber ist, der Frieden ist in mein Leben zurückgekehrt. Mein Name ist Saif. Ich komme aus Syrien. Dort begrüßen wir uns mit den Worten Assalamu alaikum. Das heißt, Friede sei mit dir. Die Antwort darauf ist Wa alaikum assalam. Das bedeutet und Friede mit dir.